wir noch ein kleines Video vor morgen Abend. Wie ihr wisst, kommt in dem Fall heute Abend schon der Focus RS wieder zu Besuch. Allerdings werden wir erst morgen an diesem Fahrzeug arbeiten. Was wir machen, wisst ihr auch schon. Und wir haben die Teile schon hier. Wir haben, da geht ein großer Dank an die Beast Factory, in dem Fall an die Frau Lohmann. Wir haben hier eine Drehmomentstütze, in diesem Fall direkt aus Großbritannien. Was die Drehmomentstütze macht, wie sie eingebaut wird und wie schon gesagt, welche Funktion sie hat, dazu kommen wir dann morgen ausführlich im Video. Das möchte ich euch heute gar nicht weiter erläutern. Bei dem Fahrzeug ist es relativ einfach, die zu verbauen. Im Endeffekt sind es mehr oder minder zwei Schrauben und das war's. Eine Schraube wird in dem Fall am Motor oder am Motorblock befestigt. Die andere Schraube wird quasi an der Achse befestigt, mehr oder minder, oder am Achsträger in diesem Fall. Also nicht an der Achse, sondern am Achsträger. Das wäre es im Endeffekt. Genauere Bilder und Details folgen morgen im Video. Das zweite Teil habe ich gestern im 3000 Abonnenten-Spezial auch schon angesprochen. Das zweite Teil ist eine Schaltwegsverkürzung. Auch hierzu erst morgen mehr. Sieht bei diesem Fahrzeug so aus. Ist beim MK3 RS und beim ST250, also auch beim Focus ST, genau baugleich, wenn es die Baureihe MK3 ist. Was eine Schaltwegsverkürzung macht, das sagt der Name schon. Schaltwegverkürzen, das heißt, ich habe kürzere Wege. Wie viel kürzer, das gehen wir morgen auch in einem Vergleich kurz durch. Ich bin mal gespannt. Von der Qualität her sieht es doch sehr, sehr hochwertig aus. Sehr, sehr leicht. Gut, ich meine, es ist ein Stück Alu in dem Fall. Ich bin gespannt, wie es sich so bauen lässt. Wir müssen, um dieses Teil einzubauen, nochmal die Aventuri ausbauen. Ist aber bei dem Fahrzeug relativ einfach. Ich hoffe, es bringt den gewünschten Erfolg und dass das Schalten dann noch mehr Spaß macht, was es jetzt aber auch schon tut. Seid gespannt. Morgen Abend, 21 Uhr, wie immer, Video Teil 8 ist es, glaube ich, beim Focus RS. Und dann bleibt uns nur noch die Auspuffanlage und die Ausgangsmessung. Das ist dann Teil 9 und 10. Und dann wird das Fahrzeug dann auch komplett vollendet. Momentan fährt der Kunde mit einer Stage 1. Das heißt, wir haben momentan eine kleine gesunde Stufe darauf. Noch nicht angepasst auf Downpipe und Abgasanlage. Ist auch noch nicht verbaut, deswegen auch noch nicht darauf angepasst. Macht bis jetzt so einen Spaß mit Downpipe und mit Abgasanlage. Geht noch ein bisschen mehr. Sind wir gespannt, was rauskommt. Jetzt würde ich sagen, bis morgen Abend, 21 Uhr. Ciao.